So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Let's go, Pikachu! Wir machen heute weiter mit unseren kleinen Freunden. Wir haben alle 8 Orden, aber wir haben noch nicht alles gemacht. Das ist mir gerade auch aufgefallen. Also, das ist mir nicht gerade aufgefallen, sondern. Das ist mir gestern noch mal. Ich dachte mir, Moment, du hast irgendwas vergessen zu machen. Ja, Pikachu ist glücklich. Das freut mich auch. So, aber wir müssen heute nochmal was erledigen, bevor wir wirklich Richtung Pokémon-Liga gehen können. Und zwar seht ihr, dass wir diese Route hier ausgegraut haben. Wir haben also noch nicht alles komplett gemacht. Wir müssen zurück zu Prismania City. Da fehlt noch der komplette Radweg. Ich glaube jetzt noch nicht, ob wir den... Ne, da kommen wir gar nicht zu Fuß. Ich weiß gar nicht, ob wir Fahrrad kriegen. Also, die Frage ist, können wir da jetzt einfach so rüber? Oh, alle, geh mir nicht auf den Sack. In erster Linie brauchen wir erstmal dieses Relaxo hier. So, wir müssen natürlich wieder Relaxo jetzt kriegen. Gleiches Spielchen wie vorher auch. So, Relaxo ist aufgewacht. Und es greift uns an. Also das gleiche Spielchen wie eigentlich beim letzten Mal auch. So, wir müssen also reingehen mit Ruffs und Nubi. Also, unserem Quappo und unserem Visafloor. Jetzt muss ich das wieder... Oh, gut. Fast. So, mit dem Durchbruch sollte es eigentlich sogar down sein. Ist es auch. So, Relaxo wird gefangen. Oh, ein einfach fabelhafter Wurf. Wir haben genau getroffen. Das war mir fast klar, dass es nicht drin bleibt. War noch ein guter Wurf, aber wir brauchen Relaxo eigentlich nicht mehr. Wir haben es ja mittlerweile schon 40 Folgen mal gefangen. Hier, mal den. War natürlich nichts, aber egal. Sag mal, Relaxo, bleibst du jetzt mal irgendwie in dem Ball? Nee, irgendwie mag es das nicht. Alter! Für die so? Ja, war sogar ein großartiger Wurf. Ich würde jetzt ein bisschen Flucht machen, weil mir irgendwie frisst. Ja, jetzt ist es heute warm. Okay, ist aber auch nicht weiter tragisch. So. Da gehen wir uns kurz da oben noch was holen. Normalerweise bekommt man ja. In den frühen Editionen hier die VM fliegen. Oh, da oben ist ja etwas. Ach, Dodo möchte gefangen werden. Dodo haben wir noch nicht. Das, so wird das auch nichts. Aber es war doch voll getroffen. Jetzt haben wir es. Also zumindest haben wir es mal angekettet. Und es gehört uns.
So, du. Okay, und? Ich wollte das Item hier mitnehmen, das AP-Plus-Fläschchen hier. Was hier so rumliegt. Und wir gucken uns mal um, was da oben ist. Ich weiß gar nicht, wo kriegen wir denn das Fahrrad? Da müssen wir echt nach Azuria City zurück. Oh, die Musik spielt schon. Okay. Normalerweise ist der Fahrradweg muss da unten. Also normalerweise kriegst du ein Fahrrad ganz einfach. Du musst in den Pokémon-Fanclub in Urania City da den Typen ansprechen, den Präsidenten, der gibt dir eigentlich einen Coupon und den kannst du normalerweise um den Fahrradladen in der Azuria City einlösen. Aber ich weiß nicht, ob das hier auch so funktioniert. Ich muss tatsächlich gleich nachgucken. Ach sowas. Du hast meinen geheimen Unterschlupf gefunden. Wieder zieh die mit dem Fort. Du bekommst doch etwas von mir. DTM 14. Fliegen. Okay. Wir bekommen tatsächlich EDVM. Hallo? Wir sind Trainer? Was hast du für ein Problem? Gar keins. Dann kümmern wir uns mal um die Trainer hier. Ein Onyx. Ja, das war nicht so, da ich nicht wirklich den Hauch einer Chance haben gegen diese Puck, gegen dieses Duo. Wie ist es, wenn er ein Rasierblatt packt? Das packt er nämlich auch nicht. Hätte das Thema eh gegessen gewesen mit dem Eishieb. Onyx ist down. Und Slammer sieht da schon ein bisschen was anders aus. So, wir setzen mal auf Wettertanz. Ich weiß, die Attacke ist nicht sehr effektiv. Zieht ihm aber trotzdem genug ab. Und mit Kaskade sollte es eigentlich hoffentlich reichen. Ja. Ich glaube, mittlerweile ist es Level 48, das Quapo. Der ist also schon besiegt, dieser Packer Eddie. So, dann haben wir hier, Dickerchen. Tolle Pokémon-Master, her damit. Nein, schon gar nicht so. Schon gar nicht in diesem Ton, Kollege. Er kommt mit einem Radikal. Auch gegen Quapo. Sollte es tatsächlich chancenlos sein. Ja, jetzt ist sie durch. Klatsch! Bye bye, Radikal! Smogon? Bleiben dabei. Dieser Flo ist jetzt eigentlich bald um ein Level 51 erreicht. So, das war's fürs Morgen. Und das letzte Rion sollte eigentlich auch nicht das Riesenproblem sein, liebe Leute. So, und derzeit hole ich jetzt gerade mein Handy, weil ich muss nachgucken, wo dieses Fahrrad gibt. So, dieser Flur erreicht Level 51. Ja, ich gucke jetzt gerade echt mal, wo dieses Fahrrad gibt. So.
So, jetzt muss ich gerade gucken, wo es diese Fahrrad gibt. Ach so, die kann man nicht. Okay, verstanden. Es gibt quasi kein Fahrrad mehr. Das ist quasi nichts mehr wie ein Fahrradweg, das wie früher, sondern das ist jetzt was anderes. Wir müssen auf Pokémon reiten. Okay, gut zu wissen. Hey, stehen geblieben. Erst antreiben und dann einfach abhauen, oder was? Ja. So, Arbok. Sollte eigentlich gehen. So, mit der Kaskade sollte es eigentlich down sein. Und der letzte ist Ibitag. Und Ibitag sollte kein Problem sein für die Jungs. Auch bei Bitterflora, ich weiß nicht, dass es ein Pflanzen-Pokémon für sie ist. Aber eigentlich sollte das mit dem Levelunterschied kein Problem sein. Wir haben ja alle 8 Orden. Wir haben Gott sei Dank ein gutes Level. So. Und du gehst... Oh, Energiefokus. Das ist doch schneller als Quapo. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Und dann geht es jetzt hier unten weiter. Wir werden natürlich noch nicht... Wir werden natürlich jetzt da unten anfangen. Wir werden natürlich nicht die komplette Route jetzt schaffen. Das ist mir klar. Ich hatte nicht geahnt damit, dass wir noch dass wir da oben noch 3 Trainer... What the fuck, was ist denn hier für ein Auflauf? Also pro Flug-Pokémon. Achso, das sind irgendwelche Pflanzen. Nichts allzu Wichtiges. Okay. Dann machen wir jetzt mal hier oben weiter. Und wir, glaube ich, haben gar kein Fahrrad. Wie gesagt, ich denke, dass wir jetzt mit einer... Die Musik gibt es noch. Hey, wir können tatsächlich zu Fuß hier weitergehen. Okay. Okay. Gucke ich mal auf meine Uhr. Meine kluge. Und da wir leider schon durch sind mit der Folge heute, das wird eine etwas kürzere Folge werden. Sorry, ich bitte das jetzt gerade ein bisschen zu entschuldigen. Nehmen wir den Supertank hier noch mit. Bitte ich euch zu entschuldigen, dann mache ich die Route hier. Welche ist denn das überhaupt? Route 16. Okay, das machen wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Pokémon. Let's go, Pikachu!